Doreen hält derweil einen Vortrag zum Thema Bisexualität und erhält damit die ungeteilte Aufmerksamkeit von Jörg und Menderes. Weißt du, wer von euch allein lebt? Du lebst auch, ja? Ich lebe auch alleine, aber ich würde auch alleine leben, wenn ich jemanden hätte. Ich würde meine Wohnung, ich habe dreimal meine Wohnung aufgegeben für einen Mann. Oh, Herr Motherfucker, no, das will ich nie wieder machen. Du hast jetzt gesagt, mit einem Mann, weil du irgendwie heute Morgen gesagt hast, irgendwie, dass du... Ich bin bisexuell, ich mag beides. Okay. Ich mag beides. Aber zusammenleben nur im Prinzip eher mit einem Mann dann. Nö, das ist egal. Das ist doch gut, wenn man Frauen liebt und Männer, da hat man ja auch größere Auswahl. Von daher ist das ja auch eigentlich ein Vorteil. Ich könnte mir ein Leben nicht vorstellen, wo ich nur einen Mann oder nur eine Frau hätte. Weil das eine hat mit dem anderen für mich nichts zu tun. Das eine kann das andere nicht ersetzen. Und ich könnte mir nicht vorstellen, egal wie sehr ich den Mann liebe, so nie wieder eine Frau anzufassen oder dieses, was man mit einer Frau hat, dieses ganz Weiche, so. Das hat ein Mann nicht. So, aber das ist auch gar nicht schlimm, das soll man gar nicht haben. Ein Mann hat genau das andere, was ich auch liebe. Und der Mann hat so ein bisschen dieses Härtere, ein bisschen dieses... Naja, also, das kann eine Frau auch. Homosexualität ist was Normales oder ist etwas, was man ja, als Normalität betrachten muss. Ist ja zurzeit eben auch ja ein Thema in Katar. Und ich finde, in der heutigen Zeit ist nichts wichtiger als Toleranz. Guck mal, bei Frauen ist es so in der Beziehung, also es gibt immer eine Prinzessin. Und eine, die so ein bisschen mehr die Hosen anhat. Das gibt's auch bei Frauen. Also eigentlich dieses polare Mann-Frau-Thema? Schon so. Also ich hatte nie einen Kerl so. Ich hatte schon immer, die waren immer hübsch im Gesicht. Oder selbst wenn die kürzere Haare hatten, waren die immer, also hübsch oder hatten irgendwie einen schönen, haben sich, die wollten nie ein Kerl sein. Hier bin ich wieder. Na, wie findet ihr das? Es ist höchste Zeit, dass ich mich mal wieder melde. Wenn hier eine drin wäre, die dir gefallen würde? Würdest du das spüren? Ich glaube, bei Frauen und Männern, die sich anziehen, da merkt man das ja auch, wenn die sich so anlächeln und so. Ja. Und bei Frauen hat man das auch. Wenn du schon siehst, die macht so einen Spruch oder so und dann ist es so ein, mit so einem Blick, dann weiß man das okay. Auch. Okay. Aber es ist aber nicht immer so. Manchmal check ich es auch nicht. Manchmal sagt ihr dann, ey, merkst du nicht, die steht auf dich? Nein. So, aber ja. Okay. Und wie ist das beim ersten Date? Wer zahlt da eigentlich? Nicht die Prinzessin. Ich meine, hallo, ist doch das Schönste auf der ganzen Welt. Liebe. Ist doch egal, ob man Liebe mit einer Frau macht, Liebe mit einem Mann macht. Ist doch egal. Ist doch schön, yes. Love is in the air. Hier steht keiner auf Frauen. Sorry. Aber vielleicht ist auch okay. Ich bin auch nicht. Nein, ich bin aber auch nicht auf der Suche, muss man sagen. Ich hoffe, du findest sie auch.